The Walking Dead Staffel 8 hat begonnen und die 100. Episode dieser Serie wurde ausgestrahlt. Mit dem Titel Mercy und zu Deutsch Erster Kampf, was eine fürchterliche Übersetzung ist, weil es wörtlich übersetzt Gnade bedeutet und in dieser Episode tatsächlich eine bestimmte Bedeutung hat. Was soll man machen? Ist es ein solider Start in die neue Staffel? Ich hatte mehr erwartet, liegt aber daran, dass meine Hoffnungen immer mehr in die Höhe getrieben wurden, eben mit diesem Teaser, hey, guck mal, Walking Dead 100, okay, die 100. Folge und überall steht All Out War, jetzt ziehen wir in den Krieg und es wirkte so, als muss das jetzt alles in dieser einen Folge passieren. Aber wo denken wir denn alle hin? Okay, ja, die Kritik ist irgendwo groß, teilweise auch berechtigt. Ich habe einige Momente, über die werde ich mich in diesem Video noch ein bisschen ärgern, aber insgesamt fand ich es eine sehr, sehr schöne Folge. Es hat Spaß gemacht, so wieder eingeführt zu werden. Nun, ich fange mal damit an, wo es eigentlich losging. Wir haben hier die Kolonien Alexandria, Hilltop und das Kingdom. Sie sind zusammengekommen und die drei Anführer halten hier jeweils eine Ansprache, vornehmlich Rick, aber auch die anderen beiden mischen sich ein und Rick hat das natürlich schon länger drauf, so reißerische Reden zu halten. Wer mir aber besser gefällt, ist immer noch König Ezekiel. Wenn der anfängt zu reden, diese Stimme, dieses tiefe Ziehen, das klingt einfach so wahnsinnig gut. Und wenn es dann noch losgeht, dass man so eine Gänsehaut bekommt, solche flammenden Reden, die liebe ich. Das kann ich nicht anders sagen. Und dabei nutzt Rick die Gelegenheit nochmal zu erklären, dass es ja nur noch ein Savior ist, nur noch einer, der sterben muss. Nur einer. In dem Moment cuttet die Szene und wir gehen schon mal so ein paar Schritte in die Zukunft, da wo die eigentliche Operation schon ausgeführt wird oder vorbereitet wird, indem man die Beobachter ausschaltet. Einen nach dem anderen streicht Rick von der Liste. Es sind, ich glaube, 4 oder 5. Also grob gesagt, eigentlich müsste es heißen, nur 5 Saviors müssen sterben. Nun, der Plan wird hier generell in der ganzen Folge und auch alles andere sehr, sehr zerstückelt durchgeführt. Man kann es sich anders ausdrücken. Auf der einen Seite sind wir bei dieser Rede. Dann werden die Leute ausgeschaltet. Dann sehen wir Carl und Rick bei der Tankstelle irgendwann mal. Dann sind sie bei Negan vor der Haustür. Dann haben wir nochmal immer diese Zukunftsvisionen. Einmal von dem Rick mit den, ich sag mal, tränenden Augen, der so echt ein bisschen fertig ist, da ist irgendeine Scheiße am passieren. Und dann noch Grandpa Rick. Okay, richtige übelst Zukunft. Wer weiß, wohin das geht. Und das Ganze war einfach etwas zu konfus. Nun, versteht mich nicht falsch. Zeitsprünge, mit der Zeit zu spielen, das kann echt was Cooles sein. Diesen Effekt zu nutzen, man kann essentielle Informationen elegant zurückhalten, um sie dann in einem Moment zu enthüllen, dass sie den Zuschauer schockieren, dass sie uns umhauen. Das kann man machen, aber die Art und Weise, wie es in dieser Folge gemacht wurde, ich konnte es nicht nachvollziehen. Wieso musste man das so heftig unterteilen, ohne jeden Sinn für mich? Das war so ein Punkt, wo ich teilweise den Faden verloren habe und gedacht habe, Leute, warum jetzt, warum springt ihr hier? Nun, wie gesagt, einer muss noch sterben und sie sind gut vorbereitet. Sie haben sich alles Mögliche gründlich überlegt und der Plan umfasst folgende Dinge. Nun, zunächst mal, wie gesagt, selber bewaffnen, hoffentlich auch ein bisschen trainieren. Die Autos sind gut aufgerüstet und jetzt mit diesen Blechbehängen dann noch verstärkt. Dann hat man auf eine größere Zombieherde gewartet, sage ich mal, damit man den Plan dann auch jetzt ausführen muss. Oder vielleicht hat man sie auch zusammengetrieben, wer weiß das schon. Der Punkt ist, eine größere Zombieherde ist endlich auf dem Weg. Und um die entsprechend zu lotsen, hat man auch einige Sprengsätze vorbereitet. Und letzten Endes hat man sich genau gemerkt, wo sind die Routen, wo genau sind die Beobachter. Ich vermute, natürlich hat man das nicht alles selbst rausgefunden, sondern da war noch der gute alte Verräter Dwight, der sie unterstützt hat dabei, all diese Routinen und Eckpfosten, sage ich mal, herauszufinden. Und hier wird dann stückweise dieser Plan umgesetzt. Und letztendlich bringt Rick und seine Gruppe den Krieg bis zu Negans Haustür. Wortwörtlich. Und dann stehen sie da und schießen einmal ganz laut, um symbolisch anzuklopfen. Denn hey, wir wollen ja Negan haben. Und es ist so irrsinnig an dieser Stelle, dass Negan da auch rauskommt. Okay? Ich meine, wer ist wirklich so arrogant, herauszukommen, wenn da Leute draußen sind, die erstmal zur Begrüßung schießen und eigentlich die klare Absicht haben, ihn zu töten. Das sollte Negan bewusst sein. Aber sein Ego, das ist sowas von unnachvollziehbar. Ich hab's schon mal letzte Staffel erwähnt, okay? Negan hält sich selbst für einen Gott. Und
gleichzeitig aber dieser Irrsinn in seinem Schädel, er sei unsterblich? Oder was? Es ist sowas von nicht nachvollziehbar. Wie kann er davon ausgehen, dass Rick nicht den Befehl gegeben hat, auf Sichtkontakt zu schießen? Ich hätte das getan. Die hatten ewig lange freies Sichtfeld. Die stehen dort. Und bestimmt haben auch einige Waffen irgendwas zum, also Visiere, zum besser zielen. Und es kommt zu dieser irrsinnigen Unterhaltung, die ehrlich gesagt, oh mein Gott. Ja, wenn Negan den Mund aufmacht, ist es meistens cool. Aus Zuschauerperspektive ist es cool, aber rein von der Effektivität her dieses Plans, was auch immer das für ein Plan gewesen sein soll, ja. Negan soll ausgeliefert werden. Übergebt ihn uns und ihr könnt alle leben. So, das sagt er den Lieutenants, aber die reagieren nicht. Und Rick fühlt sich obercool, ja, er musste ja lachen dabei, ich habe auch darüber gelacht. Ich fand es war einer der tollsten Momente, wie er dann sagt, okay, du willst, dass ich zähle? Dann zähle ich. Also gut, 10, 9, 8, 7, bam, bam, bam. Auf einmal fängt er an zu ballern, als wäre das so der neueste Trick der Menschheitsgeschichte, jemanden damit reinzulegen. Und dann schießt er aber mit den Fähigkeiten eines Stormtroopers. Also, es will mir nicht in den Schädel. Das sind stehende Ziele, okay, die bewegen sich dort nicht. Und er zählt gerade und weiß genau, wo die stehen. Ich meine, Rick hat schon so viel besser getroffen. Ja, und dann ballert er da rum und das bringt rein gar nichts. Und das war einfach nur enttäuschend. Okay, Negan wurde in meinen Augen gestreift. Ja, ganz leicht. Ich habe kein Blut gesehen. Vielleicht ist er auch nur hingefallen und hat sich verletzt irgendwie, als er dann da runtergesprungen ist, um in Deckung zu gehen. Er ist im Nachhinein irgendwie ein bisschen entlang gehängt nach der Explosion. Und keine Ahnung, ob er überhaupt getroffen wurde. Okay, später in dieser Schlussszene mit Gabriel, da wirkte es so, als könnte er normal stehen und gehen. Also, die ganze Aktion ist von vorne bis hinten irrsinnig, weil der ist letztendlich nicht gestorben. Und gleichzeitig, weil die Leute sich, weil die Lieutenants, ja, die Negan am meisten untergeben sind, sich nicht dazu entschieden haben, diesen auszuhändigen, schickt man die ganzen Zombies dort jetzt hin. Alles klar? Insgesamt solider Plan natürlich, das feindliche Gebiet dann damit einzudecken mit den Beißern. Das funktioniert. Aber der Punkt ist, Daryl war da drin. Daryl war ein Gefangener des Sanctuary und er hat dort so viele andere Menschen gesehen, die mit Negan nichts zu tun haben wollen, aber hier leben irgendwie unter Zwang, unter Druck und teilweise geschlagen und ein bisschen getötet werden. Und trotzdem kesseln die alle ein, anstatt sich quasi nur auf die Saviors zu konzentrieren. Und also das alles, das ist schon so irrsinnig an sich gewesen. Und dann wird diese Situation eben getoppt und hier kommt einer meiner größten Kritikpunkte. Dieses sinnlose Geballer auf das ganze Gebäude. Es war absolut nicht abzusehen für uns, okay, auszumachen, ob dort irgendwelche Leute sich hinter irgendeinem Fenster versteckt haben, um zurückzuschießen. Man hat sie nicht gesehen. Und dann wurde darauf geballert, alle Fenster wurden zerschossen, sei es eine Machtdemonstration, sei es, wie einer meiner Zuschauer geschrieben hat, eventuell auch, dass sie inzwischen selber dazu in der Lage sind, Munition herzustellen, weil ja Eugene damals die Pläne Rick gegeben hatte. Oder warum auch immer man hier an dieser Stelle so viel Munition verballert, ohne jeden Sinn. Und am Ende denkt Rick wieder, doch, es geht hier um mich, doch, es geht um mich. Ja? Und dann muss ausgerechnet Gabriel, der eben das zunächst gesagt hatte, es wieder ausreden und sagen, es geht hier nicht um dich. Komm, wir gehen. Es reicht. Wir haben unsere Mission erfüllt. So ungefähr. Lang genug abgelenkt, genug Krach gemacht, dass die Beißer auch ja hierher kommen. Es hat funktioniert. Und dann ist ausgerechnet Gabriel der Idiot, der zurückbleibt, weil er meint, diesen Saftsack Gregory retten zu müssen. Ja, der, was auch immer der sich gedacht hat, der ist damals zum Sanctuary gefahren, um alle zu verraten, weil es ihm nicht gefallen hat, dass Maggie eben jetzt Hilltop übernimmt, mehr oder weniger, und dachte, er hätte es immer noch unter seiner Kontrolle. Aber Edgy Badge, da war Jesus und deckt Maggie den Rücken. Und ja, plötzlich hat er alles verloren, wird dann natürlich auch direkt von Simon rausgekickt und da kniet er nun. Und der Gabriel meint, ihn retten zu müssen. Okay, ja, er ist Priester, er hat sich geändert und irgendwie meint das gut. Aber letzten Endes mit der dämlichsten Umsetzung. Es war eine der seltsamsten Szenen, die ich jemals am Fernsehen, glaube ich, sehen durfte. Diese Rettungsaktion, was auch immer er sich dabei gedacht hat. Unter Beschuss, woher auch immer jetzt diese Schüsse gekommen sind, das habe ich nicht verstanden, okay? Waren die jetzt doch an den Fenstern? Waren die irgendwo anders? Jedenfalls wurde zurückgeschossen, genau dorthin, wo die beiden gerade gekauert haben. Und dann flieht Gregory einfach zum Auto. Schlüssel sind natürlich noch drin und er haut einfach ab, weil sein Retter ihm scheißegal ist. Was zur Hölle? Okay, gut, alles klar. Gabriel ist jetzt Gefangener von Negan. Scheiß Situation, darauf kommen wir noch.
Oder nächste Folge dann. Hoffentlich wird es dann da interessant weitergehen. Prinzipiell bis hierhin eigentlich alles sehr, sehr spannend gewesen. Die Auflösung war dann einfach nicht so gelungen. Ich bin damit nicht zufrieden. Ansonsten war es, wie gesagt, schön, alles zu sehen, wie sie die Außenposten ausgeschaltet haben und die ganzen Pläne gleichzeitig so durchgeführt haben. Ne? Dann hat man gesehen, wie sie die Herde kontrolliert haben. Und hier nochmal mein Kritikpunkt zu Ricks Schützenfähigkeiten, Schießfähigkeiten, zu seiner Schießkunst. Okay, Negan, der dort steht, den hat er nicht getroffen. Und gleichzeitig sehen wir Daryl auf dem Motorrad vor der Herde entlangfahren, wobei er ein extremes Tempo hinlegt und trotzdem sieht so aus, als würde die Herde mithalten können. Wir haben damals zum Beginn der 6. Staffel gesehen, wie sie vor der Herde hergefahren sind. Das war, auf dem Fahrrad hättest du wegfahren können. Aber nein, er fährt auf dem Motorrad, ungefähr 50, und die halten mit plötzlich. Also das sind neue Superzombies, merkt's euch. Und beim Fahren, bei hoher Geschwindigkeit, nimmt er seinen Revolver, immer mal dahin, das seht ihr besser, und zielt und schießt und trifft. Jedes Fass, stehende Ziele, aber er selber ist bei einer hohen Geschwindigkeit. Aber Negan kann keiner treffen oder einen von den Lieutenants? What the fuck? Ihr seht schon, worauf ich mich gerade so konzentriere. Es ist einfach ärgerlich, dass es so doof umgesetzt wurde. Natürlich soll Negan nicht sofort sterben. Ich bitte euch, das will ich nicht. Aber der Punkt ist, dann soll man mir das auch glaubhaft verkaufen. Normalerweise hätte ich einen Scharfschützen positioniert und sobald er rausgekommen wäre, weg mit ihm. Aber okay, genug mit dem Thema. Ich hatte noch erwähnt, Dwight, Verräter, habe ich es vorhin erwähnt, ich weiß nicht mehr. Dwight, der Verräter auf Negans Seite, lässt sich nichts anmerken, hat aber unter anderem auch ein paar der Saviors rausgeschickt, unter falschem Vorwand, wie mir schien, und letztendlich sind die auch in eine der Sprengfallen unserer Helden getappt. Was ich ziemlich cool finde, okay, wie sie dann eben wirklich alles aufgebaut und durchgeplant haben und wie gut der gesamte Plan im Wesentlichen funktioniert hat. Bis auf den einen Toten und Jesus' Aussage, sie würden sich ihren Arzt zurückholen. Auch das ist nicht geschehen. Also, ich habe mich jetzt über das meiste aufgeregt. Der einzige Punkt eben, den ich insgesamt vor allem sehr, sehr schön fand, waren die Erinnerungen an die erste Episode. Denn generell sehr viele Szenen, die an frühere Zeiten erinnern sollten, ganz speziell eben Karl bei der Tankstelle, wie er dorthin gefahren ist, der Weg dorthin, alles war sehr, sehr ähnlich bis gleich aufgebaut, nur eben mehr heruntergekommen, weil die Jahre ins Land gekommen sind und wie er sich dann unter das Auto bückt, den Hut abnimmt, genau wie Rick in der allerersten Episode. Nur hat er damals das kleine Mädchen in Flipflops gesehen, bei der Mundhaut halb aufgerissen war. Und wir haben plötzlich einen anderen Typen, der hier anfängt zu sprechen. Und ein Satz ist dabei hängen geblieben, jedenfalls nicht bei ihm zuerst, aber Rick hat ihn später wiederholt. Das war: meine Gnade besiegt den Zorn in mir. Ja, den Zorn, der in mir wütet, da habe ich gelesen. Diesen Satz wiederholt Rick, aber nicht in der Jetzt-Geschichte, sondern in einem der beiden Flash-Forwards, okay? Wir haben zwei Zukunftsversionen, Visionen, wie auch immer, Szenen. Wie gesagt, einmal das mit den Augen, ne, wo er richtig fertig aus war. Und da wiederholt er dieses Zitat. Bedeutet für mich, entweder hat der Typ, dem Karl was zu essen hinterlassen hat, dann am Ende, noch eine größere Bedeutung, weil der kommt irgendwie wieder. Oder, weil Rick meinte, er hat das meiste davon gehört, was der Kerl erzählt hat, das ist bei ihm hängen geblieben. Ne? Aber dieser Satz ist wichtig, deswegen auch der Titel der Episode, Mercy, Gnade. Ja? Meine Gnade überwiegt den Zorn in mir. Und so fertig, wie er aussah, sieht es für mich so aus, als wäre jemand Wichtiges gestorben. Das erwartet uns also vermutlich noch im Laufe der nächsten paar Folgen. Aber gleichzeitig ist das ein klipp und klarer Hinweis darauf, und das ist der Titel meines heutigen Videos, warum Negan überleben wird. Ja, er wird nicht sterben, denn das war die Szene. Davon gehe ich aus, davon bin ich sogar überzeugt. So fertig wie Rick dort aussah, es kann sich um keinen anderen handeln, ich kann mir nichts anderes vorstellen. Es muss einfach Negan sein, den er hier überleben lässt. Das ist meine Vermutung. Und ja, das war mit einer der stärksten Szenen, wie ich finde. Aber das war eben dieses einfach so reingebröselte Zukunftsding. Und dann wird das Ganze nochmal von Grandpa Rick getoppt. Ja, wie er dann in der Zukunft im Prinzip die erste Folge auch nochmal wiederholt, die Pilotepisode der Serie. Wie er dann, statt im Krankenhaus aufzuwachen, jetzt in seinem Haus aufwacht, neben ihm sind Blumen, diesmal nicht verwelkt, sondern schön frisch und seine Familie ist um sich rum und nicht, dass er da jetzt irgendwelche anderen bräuchte. Zumindest braucht er diesmal einen Krückstock, also er ist irgendwie auf irgendeine Art und Weise angeschlagen. Das war ja damals nach dem Krankenhaus, glaube ich, auch ein bisschen noch so fuzzy im Kopf und eine Weile nichts gegessen. Ich könnte mir vorstellen, dass es ihm dabei dann nicht mehr so gut ging, aber hey, jetzt fühlt er sich zumindest wieder einigermaßen und ist halt nur steinalt geworden. Alles eine nette Idee, aber es wirkte halt eben, wie gesagt, mit dem Filter so
als wäre das wieder so eine Zukunftsversion, die nur ein Traum ist. Okay, als würde das vielleicht gar nicht passieren. Ich bin relativ überzeugt davon, dass es kommt, auf die eine oder andere Art und Weise. Aber der Filter hat mich einfach irritiert. Und deswegen, ich finde es einfach zu zufällig reingeworfen. Ich hätte es gerne mit besserer Erklärung oder einfach sich für später gespart. Das wäre mein Wunsch. Ansonsten, wie gesagt, war es trotzdem schön, weil es die 100. Episode war, eben so schön an die erste Folge zu erinnern. Immer wieder mit so ein paar Bildern, mit den Szenen, mit dieser Wiederholung einfach. Das finde ich nicht so tragisch. Und man muss vor allem eben bedenken, wo sind wir hingekommen. Damals war es nur Rick in der ersten Folge und 100 Folgen später ist Rick mit dieser riesigen Familie, mit allen Leuten um ihn herum, mit natürlich auch diesem riesigen Problem Negan vor sich. Aber gleichzeitig, wie gesagt, scheint das in meinen Augen halb auch schon wieder gelöst zu sein. Und eben hier nochmal der Blick in die Zukunft zu ihm als sehr alten Mann, dass es überhaupt so lange überlebt, ist ja schon ein Wunder. Und ja, das war im Prinzip jetzt meine Review, nochmal das Durchleben der ersten Episode. Was sind eure Meinung dazu? Glaubt ihr, es stimmt, was ich sage, dass Negan vermutlich überleben wird? Seht ihr das anders? Wie hat euch die erste Folge gefallen? Lasst es mich wissen, schreibt es in die Kommentare. Und ansonsten hoffe ich, Tara sieht hier auf dem Bild einfach so cool aus, lasst es mich wissen, schreibt es in die Kommentare, lasst mir mal ein Like da und ansonsten, wem es gefällt, abonniert den Held. Danke fürs Zuschauen, wir sehen uns, macht's gut, bis dann.